Deutsch lernen durch Hören. Auf Gleis 10 fährt in wenigen Minuten 1, RE1 nach Aachen. Oh Gott! Oliver ist aufs Gleis gestürzt. Matthias, zieh schnell den Zugnotstopp, bevor eine Bahn kommt. Wo ist er denn? Ach ja, hier ist er. Ich hab ihn gezogen. Hilfe! Kann uns jemand helfen? Oh mein Gott! Schau mal, da kommt eine S-Bahn. Jemand muss sofort einen Krankenwagen rufen. Ich rufe an. Notrufzentrale, Neumann am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Matthias Fischer. Bei uns ist ein Unfall passiert. Wir brauchen dringend einen Arzt. Mein Kollege... Einen Moment bitte, Herr Fischer. Wo ist der Unfall passiert? Ich brauche die genaue Adresse, bitte. Wir sind im Bochumer Hauptbahnhof am Gleis 4. Und was ist passiert? Mein Kollege ist vom Bahnsteig auf die Gleise gefallen und wurde anschließend von einer S-Bahn überrollt. Wir haben den Zugnotstopp gezogen, aber es war leider schon zu spät. Ist er verletzt? Ja, er ist schwer verletzt. Es sieht so aus, als ob sein linkes Bein abgetrennt worden ist. Ist er bei Bewusstsein? Nein, er liegt bewusstlos auf dem Gleis und er verliert viel Blut. Wir schicken sofort einen Krankenwagen mit einem Notarzt ins Gleis 4. Sie sind in ein paar Minuten bei Ihnen. Vielen Dank. In Mühl am Hauptbahnhof zurzeit komplett gesperrt. Die Züge des Fernverkehrs in Richtung Süddeutschland werden umgeleitet und halten nicht in Essen. Deutsch lernen durch Hören.